Vielleicht habt ihr einen der letzten Livestreams verfolgt, wo ich dieses Ding hier zusammengebaut habe. Aber jetzt habe ich alle Teile in Farbe ausgedruckt und wir machen das richtige Gerät. Ich habe dieses wunderschöne Schwert ja in Fusion konstruiert und so konstruiert, dass man das Ganze in Einzelteilen in Farbe auf einem Bambulab X1, P1S oder A1 ausdrucken kann. Das Ding ist übrigens ungefähr 1,80 Meter groß. Und ich musste die Datei nochmal anpassen. Ich habe im Original M8 Gewindestangen benutzt. Jetzt habe ich diese 23 mm Rundstäbe aus Kiefer genutzt. 900 mm lang. Damit soll das Ganze wesentlich steifer werden. Aber genug geredet, lasst uns loskleben. Wir fangen natürlich an, die Spitze auf den Rundstab zu kleben, was relativ einfach ist. Einfach einstecken und fast fertig. Noch ein bisschen Kleber drauf. Dafür nutze ich eigentlich fast nur Sekundenkleber, natürlich mit Aktivatorspray. Habe hier aber auch noch ein paar Reste von anderen Klebern, die ich dabei aufbrauchen werde. Die ganze Klinge besteht insgesamt aus 7 Teilen und wir schichten die jetzt einfach komplett auf diesen Stab erstmal auf. Und ja, man wird Tennkanten haben, die man sehen wird. Ich habe versucht, die so gut es geht im Modell zu verstecken. Aber das Beste natürlich wäre, das Ganze zu schleifen, zu lackieren, dass man gar nichts sieht. Ab dem zweiten Teil geht es auch schon los mit dem zweiten Stab. Den muss man genauso einfach hier einführen und dann die Teile insgesamt aufschieben und verkleben. Von der Technik her mache ich so, dass ich auf den Holzstab ein bisschen Sekundenkleber gebe und auf die eine Kontaktfläche die andere Hälfte dann mit Aktivator einsprühe und das Ganze dann zusammenpresse. Durch den Aktivator ist es eigentlich sofort verbunden. Ins Ende kommt dann noch ein dritter Holzstab, der dann komplett in den Griff auch reingeht, damit wir eine ordentliche Verbindung haben. Jetzt wird es spannend. Das erste schwarze Teil wird mit dem Klingenteil verbunden und dann an die Klinge angeklebt. Wie gesagt, alles ist so designt, dass man es eigentlich zusammenschieben kann mit sehr guten Toleranzen. Und wie ihr seht, passt das auch ganz gut. Jetzt fangen wir an, die ersten Deko-Teile, sag ich mal, an den Schwertrücken zu kleben. Das Ganze ist auch dreiteilig und kann relativ einfach hier oben aufgesetzt werden. Danach geht es auch schon in die nächsten Details, und zwar diese Einsatzteile, die man hier einfach einfügen kann und Stück für Stück in das Schwert einkleben kann. Und das müssen wir jetzt auf beiden Seiten machen. Und es kommen noch mehr Details. Dieses zweiteilige dunkelgraue Teil wird hier einmal eingeschoben und ebenso hier oben eingeschoben. Und dann muss man hier ein bisschen rumwackeln, aber kann es dann hier zusammendrücken. Jetzt können wir auch weitermachen mit dem Schwertrücken, mit den schwarzen Teilen. Dazu dieses Teil hier einfach draufsetzen, das hier einschieben und am Ende kommt dann dieses Teil noch ganz hinten hin. Während ich hier das Ganze halt und warte, bis der Sekundenkleber fest wird, können wir die Zeit sinnvoll nutzen und schon das erste goldene Teil einkleben. Dieses Dreieck kommt relativ einfach hier hinten rein. Fertig. Und danach kleben wir dieses goldene Teil auch hier wieder auf den Rücken auf. Das hier ist das goldene Abschlussteil der Klinge, was zwischen Klinge und Griff kommt. Und hier habe ich auch diese kleinen runden Nieten, sag ich mal, separiert, damit die optimal gedruckt werden können. Und die werde ich jetzt aufkleben. Jetzt machen wir einmal einen Testfit. Das Ganze sieht wirklich sehr gut aus. Das heißt, wir können es auch festkleben. Dann haben wir noch zwei Details, die vor dem Griff kommen. Ein silbernes und ein goldenes, was ich zusammenklebe und dann auf den Griff einfach aufschiebe und auch wieder festklebe. Und ja, das soll so sein, dass das Silberne aus dem Goldenen rausschaut. So ist es im Originaldesign nämlich auch. Jetzt machen wir auch den Griff fertig. Den habe ich richtig solide ausgedruckt, weil da am meisten Last drauf geht. Und ich habe auch Markierungen drauf gemacht, weil diese goldenen Teile hier muss man aufschieben. Die kann man separat ausdrucken. Und damit man weiß, wo die ungefähr hinkommen, sind Markierungen auf dem Griff. So sieht das übrigens mit Supports ungefähr aus. Die muss ich jetzt einmal abmachen. Tada! Ganz am Ende kommt noch diese Endkappe und dann ist im Grunde das Schwert bis auf ein letztes Detail fast fertig. Und das besteht entsprechend auch wieder aus mehreren Teilen und zwar so unterteilt, dass man es in jeweiligen Farben ausdrucken kann. Man hat hier dieses goldene Teil und dieses schwarze Inlay, was man wahrscheinlich nicht mal einkleben muss, weil man es komplett eindrücken kann. Und dann noch diese goldenen Teile, die hier einfach oben aufgeklebt werden. Und dieses Teil hier setzt man auch wiederum in den Ausschnitt aus, was dafür vorgesehen ist und kann so auch wieder einige Schnittkanten verdecken. Und da ist es, das fertige Buster Sword aus Apex Legends versus Final Fantasy in dem Crossover und ich finde es wirklich ziemlich geil. Und falls ihr es auch bauen wollt, die Dateien gibt es immer im Pindibus Club und ihr braucht dafür ungefähr 1 Kilo Gold, 1 Kilo Braun, 1 Kilo Schwarz, 2 Kilo ungefähr Dunkelgrau und 2 Kilo Hellgrau. Ich habe die ganze Schwertteile mit relativ wenig Infill gedruckt, damit das Schwert nicht zu schwer vorne wird. Das heißt, wenn ihr mit mehr Infill druckt, braucht ihr dementsprechend noch mehr Material. Also plant dann vielleicht eher 3 Kilogramm Silber ein für die Klinge.
Das Wiegen hat ergeben, dass das ganze Baby hier ungefähr 4,6 Kilogramm wiegt. Ich bin insgesamt schon ganz zufrieden. Das Einzige, was wirklich halt sehr sichtbar ist, sind diese Schnittkanten an der Klinge und vor allem hier hinten, wo ich auf der anderen Seite meinen Handschuh ein bisschen angeklebt habe und hier diese deutliche Kante habe, wegen dem Aktivator, weil er zu schnell fest geworden ist. Aber insgesamt hat das Teil schon einen wirklich sehr, sehr geilen Look. Und hier zum Vergleich nochmal das Prototypenschwert in den ganz verschiedenen Farben. Und zum Vergleich nochmal das richtige Schwert. Das kann man jetzt auch hochheben, ohne dass es knickst und knackst, weil die Stäbe drin viel steifer und stabiler sind.